Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie alle wieder recht herzlich zu einem weiteren Interview mit dem berühmten Geistheiler Sananda aus der Schweiz. Hallo Sananda, auch dich darf ich im Namen aller Zuschauer ganz herzlich zum heutigen Interview begrüßen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo. Für all die neu hinzugekommenen Zuseher, die Sananda noch nicht kennen sollten, darf ich dich nochmals kurz vorstellen. Der Geistheiler Sananda heißt mit bürgerlichem Namen Oliver Michael Brecht und wurde im Januar 1963 in Südbaden in der Nähe des Bodensees geboren. Er war schon als Kind hellsichtig, sah Verstorbene und andere Entitäten. Durch ein Kindheitstrauma, seine Mutter wurde ihm im Alter von 5 Jahren erst durch einen tragischen Unfall genommen, vergaß er seine spirituellen Fähigkeiten, jedoch erstmal wieder. Das Leben von Sananda war und ist es immer noch ein einziger Kampf gegen Ungerechtigkeiten, Drangsale, Verfolgungen und Verleumdungen. Es stellt sich nicht nur für mich, sondern sich auch für Sie, liebe Zuschauer, die Frage, warum wird ein Mensch, der offensichtlich nichts Unrechtes getan hat und ganz offensichtlich auch ein guter Mensch ist und zudem noch als Heiler mit Stand April 2022 über 265.000 behandelte Menschen nachweisen kann und somit wohl zu den erfolgreichsten Heilern der derzeitigen Welt gehört, warum wird dieser Mensch bekämpft und schlecht gemacht? Warum wird er ganz offensichtlich in der Öffentlichkeit bewusst diffamiert? Genau dieser Frage wollen wir heute einmal genauer nachgehen. Sananda, deshalb schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dein Leben ist ja wirklich kein Zuckerschlecken. Nicht nur, dass du jeden Tag hart arbeitest, unzählige Menschen und auch Tiere behandelst, du wirst dazu noch ständig attackiert, verleumdet und übelst diffamiert. Du hast in deinen Büchern und auch in deinen anfänglichen Interviews schon ausführlich und oft über diese Thematik der Verfolgungen und Verleumdungen gesprochen. Es scheint aber, dass das alles nun noch schlimmer geworden ist, noch intensiver. Als hätten deine Peiniger und Verfolger an der Stellschraube gedreht. Es gibt kaum einen Ort, wo du noch in Frieden leben kannst. Es scheint fast so, als wärst du umzingelt von bösartigen Menschen, egal wo du dich gerade aufhältst oder niederlässt. Wenn man das Internet genauer durchforstet, könnte man meinen, dass du einer der gefährlichsten Menschen der Welt wärst. Es scheint ja geradezu ein Wunder, dass du noch frei herumläufst, Sananda. Sananda hat bisher 3 Bestseller geschrieben. Band 1 bis 3, die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade erschien sein 4. Buch dieser Reihe mit dem Titel Überlebenshandbuch für Erwachte. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net. Zur Frage, Sananda, warum wird ein erfolgreicher Heiler, der über 265.000 Menschen, viele davon erfolgreich behandelt hat, überhaupt bekämpft? Du sagtest oft, du seist ein sogenanntes Targeted Individual, eine Zielperson der Geheimdienste. Nun kann man mittlerweile im Internet recherchieren und
wird dann feststellen, dass das keine Hirngespinste von dir sind, sondern dass es das wirklich gibt und du auch nicht alleine bist. Es gibt einige Betroffene und es gibt auch Internetseiten, wo man sich anderen anschließen kann. Dr. Catherine Horton aus England, eine Frau, die einst bei CERN arbeitete, gab ja bei dem Sender Free Spirit TV vor 2 Jahren ein dreiteiliges Interview zu dem Thema Geheimdienstkriminalität und Verfolgungen bestimmter Menschen. Sananda, wann hast du das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass du gezielt verfolgt und beobachtet wirst? Hängt das mit deiner derzeitigen Tätigkeit als erfolgreicher Heiler zusammen? Ja, so lange Einleitung, vielen Dank der vielen Worte, die natürlich nicht im Ansatz ausdrücken, um was es eigentlich geht. Ich versuche es so kurz wie möglich zu fassen, weil ich denke, wir bräuchten einen Fünfteiler, a 2 Stunden, um das Thema anzureißen. Ich habe 4 Bücher darüber geschrieben. Und das war ja auch mein ursprünglicher Antrieb, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen. 2015 im Januar habe ich gesagt, ich muss den Menschen das erzählen, was da bei mir passiert ist. Und daraus wurde eine einmalige Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht, weltweit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich bin momentan sehr gestresst. Das muss ich hast du gesagt. Vorausschicken. Es passieren momentan so viele Dinge. Es sind gerade wieder viele Angriffe, die sich konzentrieren. Gerade heute Morgen wurde ich wieder im Wald attackiert von 2 freilaufenden Hunden. Und zum Glück konnte sich mein Hund gut wehren und hat die in die Flucht geschlagen. Es wird immer anstrengender, weil an jedem Ort, an dem ich mich bewege, bauen sie dann nach und nach gewisse Umstände um mich herum auf, um mich in gewisse schwierige Situationen zu bringen. Und so richtig gemerkt habe ich so vor circa 10 Jahren, weil ich bin ja gelernter Polizeibeamter und habe meinen Beruf sehr gerne gemacht und auch gut und bin auf eigenen Wunsch damals ausgestiegen, weil ich ideologisch nicht mehr konform war mit diesen Arbeitsmethoden und mit der Gesinnung von insgesamt von diesem Apparat. Das war mir zuwider. Meine Intention war es, als ich jung war, Menschen zu helfen und notfalls auch mein Leben zu geben. Und da ich unbestechlich bin, dachte ich mir, ist das genau der richtige Beruf? Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass es eigentlich eher das Gegenteil ist und habe dann nach 8 Jahren gekündigt. Und und wann ich das erste Mal bewusst gemerkt habe, dass ich verfolgt wurde, das war, wie gesagt, vor circa 10 Jahren. Doch diese Tätigkeit hatte ich ein geschultes Auge, eine gute Wahrnehmung, was Verkehr betrifft und dergleichen. Und habe dann irgendwann gemerkt, das habe ich auch im Interview von Januar 2015 bei dem Privatsender Schweiz 5 oder so ähnlich hieß der, glaube ich, in der Schweiz gesagt, der ja damals live im Fernsehen ausstrahlte. Ich war sowas von nervös damals. Und ich habe das dann auch geschildert. Jemand, der das von Anfang an wissen will, wie es bei mir angefangen hat, einfach die Videos der Reihe nach angucken und sich die Zeit nehmen. Das könnte unter Umständen sein Leben für immer verändern. Ich habe dann gemerkt, dass ich verfolgt werde von speziellen Autonummern, die sich immer wiederholt haben und die sich auch geglichen haben. Und habe dann auch gemerkt, dass ich von verschiedenen oder beziehungsweise von gleichen Autos verfolgt wurde, aber an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Und das war mir dann irgendwann suspekt. Und dann habe ich noch gewisse Behördenfahrzeuge immer wieder registriert, die plötzlich am Ortseingang und am Ortsende auftauchten, gewisse Wohlfahrtsfahrzeuge
und selbst Abschleppdienste. Und für den normalen Menschen, der jetzt überhaupt keine Ahnung hat, der macht sich ja da keine Gedanken drüber, das ist ja klar. Und da durch diese Häufung habe ich mir aber Gedanken gemacht. Mhm. Und das ist auch meiner Frau aufgefallen, die nicht polizeilich geschult war, dass da irgendwas gerade passiert. Und ich habe dann einen Anwalt mit ins Auto genommen aus Tuttlingen und habe ihm das geschildert und habe gesagt, fahr einfach mal mit mir mit und dann guckst du mal, was so passiert. Und selbst der hat dann gesagt, ganz, ganz seltsam, er hätte noch nie in seinem Leben so viele Behördenfahrzeuge innerhalb von einer halben Stunde gesehen, während er bei mir im Auto saß. Und auch von speziellen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, die im wohltätigen Bereich tätig sind. Und das ist selbst ihm aufgefallen. Und auch diese Fahrer, diese Fahrzeuge haben immer sich zu erkennen gegeben. Die haben sich dann immer an die Nase gefasst oder haben dann so die Hand vor die, also eine Hand vors Gesicht, so seitlich. Und das war bei allen gleich, so dass ich auch wirklich merke, dass da irgendwas ist. Und ich konnte das ja nicht zuordnen damals. Und habe dann natürlich irgendwann gedacht, ja, vielleicht bilde ich mir das ein. Und dann hat sich aber das immer wieder gesteigert. Und dann irgendwann eines Tages habe ich einen Anwalt aufgesucht im Schwarzwald, der damals in der Regierung tätig war. Und zwar hat er den BND, den Bundesnachrichtendienst, oder er hatte eben mit dem BND zu tun. Ich sag's mal so, ich möchte seine Identität schützen. Da gibt's aber Akten darüber. Dem habe ich dann diese Vorkommnisse, die ich hatte mit meiner Frau, geschildert. Und ich habe dann gedacht, hab ihn angeguckt und habe gedacht, so, jetzt wird er mich auslachen. Und dann hat er genickt und hat gesagt, ja, so wie ich das sehe, sind Sie eine Zielperson des Geheimdienstes. Weil das sind genau diese Arbeitsmechanismen, wenn Personen in solche Programme kommen, beziehungsweise dort drin sind. Und zwar ist es dann die offene Verfolgung. Und dann habe ich später festgestellt, dass es ja auch eine Verdeckte gab. Und zwar das ganze Leben von mir zuvor war ich unter verdeckter Beobachtung, weil mir sind dann so im Laufe der Jahre immer wieder Dinge eingefallen von meiner Kindheit, dass immer die Polizei hinter mir war, wenn ich ohne Helm gefahren bin, mit dem Mofa, egal im Wald, die waren plötzlich da, die wussten irgendwie immer, wo ich bin. Und andere Dinge, was Diskriminierung betrifft und Verleumdung des, und gewisse Aussagen, die mir als Kind gegenüber gemacht wurden von Erwachsenen, die mich dann nachhinein zu denken gegeben haben, wo ich gedacht habe, wieso haben die eigentlich damals so schlecht über mich geredet? Ich war doch nur ein Kind. Dann hat mich der Caritas zu Pflegeeltern getan, zu Nazi-Pflegeeltern, die mich geschlagen haben, weil ich kein Fleisch essen wollte. Und ich habe später erst, wo ich erwachsen war, gedacht, warum tut die Caritas das? Warum bringt die 9-jährigen Bub zu 65-jährigen Nazis mit dem Bauernhof? Das passt doch nicht. Und ich hatte auch keinen Schutz vom Elternhaus. Ja, und wenn ich das alles dann zusammenzähle, und dann habe ich eben gemerkt, dass bei meiner Frau, die ich ja dann später erst kennengelernt habe, ähnliche Dinge passiert sind. Und ja, dann hat irgendwann gab es dann ein Gesamtbild, was die Verfolgungen betrifft. Und diese Verfolger benutzen Technik, die uns Menschen hier gar nicht bekannt ist, weil die sind uns circa 50 Jahre voraus. Die Militärtechnik, die heute benutzt wird von Geheimdiensten, die kennt die Allgemeinheit nicht, was Ortungen betrifft. Die können über DNA orten, übers Blut, über DNA. Unsere DNA ist ja eine Antenne, die kann angeortet, anvisiert werden. Das läuft dann über Drohnen, die über ganz oben fliegen. Die sind so große Jumbo-Jets, sehen aus wie Flugzeuge. Die normalen Menschen halten das für Flugzeuge. In Wirklichkeit sind das Drohnen, der Schattenregierung, die unten gucken, wo gerade eine Zielperson läuft, die anvisieren und dann an die Bodenkräfte die Ortung, die genaue Ortung weitergeben und auch die Schwingung messen und so weiter. Ja, und wie gesagt, wenn ich dann zurückschaue, denke ich, dass ich seit Geburt in diesem Programm bin, weil ich wurde als Kind schon eineinhalb Jahre war ich in der Klinik in Bangen im Allgäu. Ich weiß bis heute nicht, warum genau, was sie alles an mir gemacht haben.
ich weiß, dass ich ein Implantat habe in den Augen. Das kann man mit einer Schwarzlichtlampe feststellen. Und wenn man in den Spiegel schaut und leuchtet sich selber mit der Schwarzlichtlampe in die Augen, dann sieht man dann im Spiegel das Implantat. Das leuchtet so hellgrün. Das wurde in die Iris eingepflanzt, ich vermute mal als Kind. Und das kann man auch nicht entfernen, dann wird man blind. Ich kann es aber mittlerweile als Geistheiler neutralisieren und unschädlich machen. Das war am Rande. Mhm. Ja. Und was da dahinter steckt, oder wer dahinter steckt, da müsste man tiefer gehen. Die Geheimdienste sind für viele Menschen so suspekt und das ist so weit weg. Die denken dann, das sind alles nur Krawattenträger mit schwarzen Anzügen und schwarzen Brillen. Das ist weit gefehlt. Die Geheimdienste werden nur von ganz wenigen solchen Leuten geleitet. Die meisten, die für die Geheimdienste arbeiten, sind ganz normale Menschen. Der Anwalt damals, der war immerhin im Bundesrat und der hat mir das alles bestätigt, dass über eine halbe Million Menschen offiziell allein in Deutschland direkt oder indirekt für die Geheimdienste arbeiten als Informanten und oder als Stalker und als Beobachter. Und das hängt mit der Zukunft zusammen, weil weltweit eine Impf- und Pharmadiktatur aufgebaut wird. Und sie wollen eben alle Menschen, die da nicht mitmachen, unter Kontrolle halten. Und das sind mehr oder weniger Kontrollprogramme, die ich da durchlaufe. So als Testperson möchte ich jetzt mal meinen. Und so bin ich ein Orakel für die Zukunft, was auf alle anderen Querulanten und Störenfriede zukommt. Weil wir haben ja eine Zweiklassengesellschaft. Und es gibt eben die einen, die blind dem System folgen, die nicht mehr normal denken können, die nicht mehr handeln können wie normale Menschen, die keinen gesunden Menschenverstand mehr haben, die kein Herz mehr haben, keine Seele. Und dann gibt es eben die anderen, die das durchschauen und die das merken. Und für diese Menschen gibt es eben diese Dinge, die ich jetzt erlebe seit vielen Jahren, seit Geburt. Und die jetzt mehr oder weniger auch angewandt werden in Zukunft für andere Menschen. Natürlich nicht in dem vollen Programm, wie es bei mir ist, weil bei mir laufen viele Programme zusammen. Aber das hat andere Gründe, dazu vielleicht später noch mehr. Ich kenne jetzt deine Fragen nicht genau, was noch kommt. Ja, Sananda, kannst du uns sagen, wer ist das genau, der dich verfolgen lässt? Kannst du unseren Zusehern sagen, wer für dich dahinter steckt? Ja, die müssen doch nur meine Videos angucken, meine Bücher lesen, dann wissen sie es. Das ist für jemand, der sich jetzt noch nie befasst hat mit dem Thema, schwer, das auf die Schnelle zu erklären. Es gibt eine Schattenregierung, die von den Freimaurern aufgebaut wurde, vor vielen hundert Jahren schon. Wir werden ja von Freimaurern regiert, nicht von der Regierung oder von sonst jemand, sondern von Freimaurern. Früher waren das die Adligen und die Kirchenleute und früher konnten sie die Menschen da offen noch kontrollieren und überwachen und unterjochen. Die haben ihre Kleidung dann irgendwann geändert aufgrund der Zeitumstände, tragen sie heute Anzüge, arbeiten in Banken, arbeiten bei Wirtschaftsunternehmen, bei Pharmaunternehmen oder halten sich noch weiter im Hintergrund und tauchen gar nicht auf namentlich. Ihnen gehören alle Banken, Ihnen gehören alle Pharmaunternehmen, Ihnen gehören alle Medienunternehmen. Und sie haben sich verbunden, die Freimaurer, über Geheimgesellschaften, die es zahlreich gibt. Und sie kommunizieren eben über Symbole und über Rituale, über spezielle Rhetorik, dass man sie erkennt, wenn sie vor der Kamera auftreten. Sie halten dann ihre Hände in die Kamera oder geben bestimmte Handzeichen über die Kamera oder verwenden bestimmte Zahlencodes oder Sprachgebaren, sodass dann alle anderen weltweit, wenn sie so ein Interview sehen von so einem Freimaurer oder die Nachrichten angucken, wissen die genau, welche Botschaft jetzt gerade versandt wird. Auf der Ebene läuft es und die Freimaurer sind weltweit vernetzt. Die hatten ja Jahrhunderte Zeit, das aufzubauen. Wir leben eigentlich im Prinzip in ihrer Welt. Wir leben in der Freimaurerwelt, die diese Welt regiert. Und
das haben die über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, über frühere Mysteriengesellschaften, Geheimgesellschaften aufgebaut und perfektioniert. Und hinter diesen Freimaurern stecken dann noch andere Kräfte, weil, wie meine Zuschauer wissen, bin ich ja Geistheiler und Hellseher und Exorzist. Das heißt, es gibt noch andere Dimensionen, die für die meisten Menschen nicht existieren, weil die gucken ja nur Fernsehen oder lesen irgendwelche stupiden Tageszeitungen und die haben ja nicht die geringste Ahnung, in welcher Welt sie leben und von was ich rede. Für die bin ich ja nur ein Dummschwätzer und ein Vollidiot, der nur Blödsinn labert und von nichts eine Ahnung hat. Und in Wirklichkeit ist das, was ich sage, eigentlich die Wahrheit. Und die Wahrheit will niemand hören. Die wollen die Wahrheit nicht hören, die Menschen. Sie wollen in ihrem System weiterleben, in ihrem gierigen, raffgierigen, habgierigen Machtsystem, Unterdrückersystem weiterleben. Und die Freimaurer sind natürlich verbunden, da ihnen alle Unternehmungen gehören, inklusive aller Fernsehanstalten, inklusive aller Presse, aller Zeitungen, inklusive aller Banken. Überall sind sie obendran, weil sie haben es ja aufgebaut. Sie waren es ja, die das aufgebaut haben. Diese Welt, in der wir leben, haben die Freimaurer aufgebaut. Und das heißt, wir nutzen ihre Banken, wir nutzen ihre Autos, wir nutzen ihre Medizin, wir nutzen ihr TV-Programm. Wir sind ihnen komplett ausgeliefert. Wir benutzen ihren Strom, ihr Gas, ihr Öl. Sie haben uns komplett abhängig gemacht. Es gibt die freie Energie, die wird unterdrückt und wer sie verkauft oder beziehungsweise veröffentlicht, wird umgebracht. Die Leute sollen doch mal nachforschen, was eigentlich los ist. Es darf keine freie Energie geben, weil dann hätten die Freimaurer kein Öl mehr zu verkaufen und kein Gas. Und wir brauchen keine Energie von Russland oder von Katar. Wir hätten sie im Überfluss, wenn dieses Wissen an die Allgemeinheit kommen würde. Und das wird alles unterdrückt über die Medien und zensiert. Und Menschen, die diese Themen ansprechen, wie ich zum Beispiel, die werden mundtot gemacht, indem man sie verleumdet und diffamiert und als kriminelle, gefährliche Terroristen darstellt, die andere Leute in Angst und Schrecken versetzen, alleine durch ihre Anwesenheit. Und genau das passiert bei mir. Wenn man das Internet durchforscht, dann wird man fast nur negative Sachen über mich finden, die gezielt und gefaked von Geheimdiensten über Agenturen gestreut werden. Also, und wenn man diesen Sachen nachgehen würde, dann würde man irgendwann an den Punkt kommen, dass gar nichts da ist, dass gar nichts vorliegt. Nichts liegt gegen mich vor, nichts. Aber die meisten Menschen machen sich ja nicht die Mühe, Dinge nachzuforschen. Deswegen leben sie ja im Tran vor sich hin, glotzen den ganzen Tag ins Fernsehen und unterhalten sich mit ihren Nachbarn über Fußball oder über die bösen Russen oder über die neuesten Coronaviren und dergleichen. Und die reine Wahrheit, die wollen sie gar nicht wissen, weil sie das nicht interessiert. Sie haben intuitiv vielleicht die Ahnung, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht, aber sie forschen nicht nach. Danke, Sananda. Warum machen diese Kräfte das überhaupt? Und Sananda, wer wird verfolgt und warum andere wieder nicht? Das ist genau die Gretchenfrage. Die müsste sich jeder Mensch mal stellen. Warum wurde Jesus verfolgt? Ich meine, 1,5 Milliarden Katholiken rennen in Kirchen und beten einen Jesus an, der ans Kreuz genagelt wurde, der blutend am Kreuz hängt. Und sie sollten sich doch mal fragen, wer hat ihn denn ans Kreuz genagelt? Und warum? Warum? Jesus war ein Wahrheitsverkünder. Er war ein Verschwörungstheoretiker. Er hat den Leuten unbequeme Wahrheiten gepredigt. Und die damaligen Herrscher, das sind die gleichen, die heute herrschen. Wer die Reinkarnationslehre kennt und Wiedergeburt kennt und daran glaubt, dass es so ist, weil es so ist, der weiß,
dass wir ja nicht nur einmal auf die Welt kommen und dann war's das, und sondern wir kommen immer wieder auf die Welt. Und je nachdem, wie wir unser Leben führen, sieht unser nächstes Leben dann vielleicht besser oder nicht so gut aus wie dieses Leben. Das so am Rande. Und Jesus hat Menschen geheilt. Er war ein Heiler, er war ein göttlicher Avatar. Und er hat den Pharisäern die Stirn geboten. Und er hat gesagt, er wäre der Sohn Gottes. Hat er gesagt. Und dafür wurde er verurteilt als Gotteslästerer und dann ans Kreuz genagelt. Und alle Menschen haben gejohlt und haben zugerufen, dass man ihn kreuzigen soll und den Barabbas freilassen soll. Den mehrfachen Mörder Barabbas wollten sie die Freiheit schenken und dem Sohn Gottes nicht, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben ihn verhöhnt, bespuckt und mit Steinen beworfen. Und als Lügner und Scharlatan und Betrüger deklariert. Vielleicht kommt es ja den einen oder anderen bekannt vor. Und Heiler, die wirklich heilen können, werden verfolgt. Weil das System, das reptiloide System im Hintergrund, das heißt die aus der anderen Dimension, die das Ganze leiten, über ihre menschlichen, weltlichen Kontakte, die Freimaurer, die Herrschaft ausführen hier und auch selber inkarnieren als Menschen, die wollen solche Leute wie mich nicht haben. Sie wollen meine Meinung nicht hören und sie wollen nicht, dass ich den Menschen die Wahrheit sage. Und sie wollen nicht, dass ich Menschen und Tiere heile, weil ich damit ihre gesamte Pharmaindustrie in Frage stelle und weil ich ihre gesamte Herrschaftsstruktur in Frage stelle. Und sie wollen, dass die Menschen weiterhin arm, krank und dumm sind, damit sie weiterhin ihr Unwesen mit ihnen treiben können. Und Indigos werden von Natur aus verfolgt, das heißt die herrschende Klasse und ihre astralen Hintermächte wissen schon, bevor ich auf die Welt komme oder bevor ein Indigo auf die Welt kommt, dass es ein Indigo gibt, weil die sind ja auch informiert, wer sich so eininkarniert, und die wissen dann ganz genau, dort und dort wird demnächst ein Indigo geboren oder sogar ein Avatar. Und dann kommt er sofort in dieses Verfolgungsprogramm, das gab es schon immer. Das ist keine Erfindung der heutigen Geheimdienste, sondern das gab es auch zu jeder Zeit. Weil die außerirdische Technik, sprich innerirdische Technik, war ja schon immer da. Weil diese Wesen waren ja nie weg und die herrschen ja aus dem Hintergrund. Und starten dann ihresgleichen mit der entsprechenden Technik aus, die natürlich geheim gehalten wurde. Deswegen gibt es ja auch Geheimgesellschaften, sonst wird es ja keine geben. Und diese Technik war schon immer da. Das heißt, die konnten uns schon im Mittelalter verfolgen. Die wussten, in welchem Dorf wir geboren werden und haben dann dort schon angefangen, gewisse Intrigen aufzubauen, so wie sie es heute machen. Das war schon immer so. Und früher wurden eben solche Menschen verbrannt, als Hexen und Hexer bezeichnet oder als Satansanbeter. Und durch die Inquisition wurden die dann alle ausgelöscht. So circa 6 Millionen alleine in Europa wurden im Mittelalter ausgelöscht durch die katholische und evangelische Kirche. Das sind ja in Wirklichkeit Sekten und Mörder, die ganze Familien ausgelöscht haben. Und diese Menschen, wie ich, die Indigo, damals schon verfolgt. Und damals war es genau gleich wie heute. Sie haben in den Dörfern bestimmte Kontaktleute aufgebaut, die dann Gerüchte verbreitet haben. Ich habe gehört, der Meier vom Haus, da hinten hinter der Mühle, der verkehrt mit dem Satan. Ich habe gehört, wie er mit Satan gesprochen hat. Und dann kommen die Ritter vom adligen Freimaurer und sagen, wir haben gehört, du bist mit Satan im Bunde, du bist verhaftet. Und dann haben sie die Leute verhaftet und gefoltert. Und haben die so lange gefoltert, bis sie alles zugegeben haben, was es nur gibt. Und wenn sie Pech hatten, haben sie die ganze Familie in Sippenhaft genommen und auch noch umgebracht. Und dann hat die katholische Kirche den gesamten Besitz an sich gerissen. Und wenn dann noch Angehörige übrig waren, mussten die noch Glück haben, dass sie noch nicht noch Schadensersatz an die Kirche zahlen mussten. So ist das System, lieber Norbert. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Nur die Arbeitsweise und die Technik hat sich geändert, aber die gleichen Menschen und die gleichen Vorgehensweisen existieren heute noch. Und wenn du so willst, dann bin ich heute Jesus. Okay. Sananda, aber warum ist das mit diesen Verfolgungen nicht allgemein bekannt? Warum wird das von der Gesellschaft tabuisiert? Weil viele in der Gesellschaft mit drin hängen. Ich habe an anderer Stelle schon oft gesagt, dass 87% der Menschen unbeseelt sind. Circa 25% der Menschheit sind inkarnierte Reptiloiden, die wissen das nicht. Genauso wenig wie ich früher wusste, dass ich ein hohes Indigo-Wesen und ein Avatar bin. Das wusste ich ja auch nicht, hat mir ja keiner gesagt. Und viele, die jetzt zuschauen, wissen vielleicht auch nicht, dass sie Indigos sind. Und fragen sich jetzt vielleicht nach diesem Video und machen sich Gedanken über ihr Leben und schauen mal nach, wo wurden sie denn bisher immer diskriminiert, benachteiligt? Sind sie vielleicht ein Aschenputtel? Oder leiden sie unter dem Aschenputtel-Syndrom? Weil Aschenputtel ist eigentlich das Synonym für Indigos. Weil die anderen, die hassen uns und die zeigen uns das. Das heißt, die kalten, herzlosen, neidischen, gierigen, rachsüchtigen, brutalen, herzlosen und seelenlosen Menschen da draußen, die wollen nicht, dass jemand draußen rumrennt, der schöner ist wie sie, der größer ist wie sie, der mehr strahlt wie sie, der mehr weiß wie sie, der mehr hat wie sie. Das heißt, sie möchten dann diese Menschen runterstutzen. Und das funktioniert über dieses profane, perfide System, das die Geheimgesellschaften über Jahrhunderte aufgebaut haben. Und diese Systeme reichen ja tief in die Gesellschaft hinein. Natürlich wissen nicht jeder, wissen die normalen Menschen, die da mitmachen, nicht, dass sie einem Geheimdienst oder einem Geheimbund dienen. Viele wissen es, aber viele, da läuft es auf anderer Ebene. Da nennt man es dann Bürgerwehr oder Zivilschutz oder da gibt es Organisationen, die sich dann vernetzen über Rotes Kreuz, Bürgerwehr, Feuerwehr, Polizei. Da hat es dann einzelne Leute, die in diesem System, natürlich nicht der ganze Laden, es sind immer nur einzelne Leute, die das Sagen haben und die sagen dann, wir müssen mal an dem Haus, bei dem da vorne, mal vorbeifahren und immer wenn ihr vorbeifahrt, hupt ihr. Und der, wo dort wohnt, der hört das immer, das Hupen und kann es zuordnen. Alle anderen denken nur, da hupt halt einer. Also das ist sehr subtil aufgebaut, das System, sodass es die Masse gar nicht mitkriegt. Und die Menschen, die in diesen Programmen sind und verfolgt werden, die wissen das natürlich sofort, die sehen das. Und die Gesellschaft macht im Großen und Ganzen mit bei dem System. Wir erleben das ja täglich, wie leicht die Menschen aufzuhetzen sind. Ob das gegen Ungeimpfte geht, gegen Russen, früher war es gegen die Juden. Also es ist ganz leicht für die Herrschenden, ein Bild zu kreieren über eine gewisse Rasse, eine gewisse Gruppierung, über gewisse Menschen. Und das wird im Großen wie im Kleinen gemacht. Und so wird die Menschheit dirigiert und geleitet und gehetzt. Die können die gezielt hetzen. Und das läuft auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und über Lügengeschichten, über Gerüchte. Als Beispiel, ich habe mal in St. Gallen gewohnt, 2013. Nach 3 Wochen kam eine Bewohnerin dieses Hauses auf mich zu und stand vor mich hin und sagte, wir wissen ganz genau, was Sie für einer sind, dass Sie Bescheid wissen. Der ganze Block weiß, was Sie für einer sind, in dem Ton. Und ich habe keine Ahnung gehabt, von was die redet. Ich war zu dem Zeitpunkt Sozialhilfeempfänger und musste wegziehen von da, wo ich vorher war, weil man mich dort verjagt hat. Sie verjagen einen gerne. Und habe keine Ahnung gehabt, was die redet. Und das heißt, da werden Gerüchte aufgebaut. Da kommt dann einer, ein Freimaurer, der tarnt sich als Rotkreuz-Mitarbeiter oder als Caritas-Mitarbeiter oder aus gar nichts, der kommt eben
sucht sich dann irgendwo jemanden aus. Na, du, der Neue, der da unten wohnt, das ist dann ein Pädophiler, pass auf bei dem. Pass ja auf. Sie streuen Gerüchte. Und das wird dann weiter gestreut. Und irgendwann guckt dich dann jeder blöd an und du weißt gar nicht, warum. Das hat mir auch der Anwalt gesagt, der beim Bundesrat war. Und der hat mir das gesagt, dass die Gerüchte so gestreut werden. Die Geheimdienste arbeiten so. Und so wird dir dann nach und nach dein Leben schwer gemacht, egal wo du wohnst. Machen die dir dein Leben schwer, dass du dich irgendwann nirgendwo mehr wohlfühlst. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie die Frage war. Ja, sie ist eigentlich soweit gut beantwortet. Vielleicht noch, die Frage lautete, also diese Tabuisierung dieses Themas, aber natürlich wird das nicht offengelegt, deswegen wird das auch tabuisiert. Also das ja, da gibt es natürlich noch eine andere Methode. Diese Geheimdienste, die haben ja nur wenige, die das managen und leiten. Also die haben quasi pro Region, sagen wir, ein Kapo und dann sucht der sich Helfershelfer. Und die sind ja nicht unbedingt jetzt angestellt beim Geheimdienst, sondern das sind so wie V-Leute, Informanten. Die nehmen in der Regel gerne Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Leute, also jemand, der vom Staat abhängig ist, oder Junkies, oder was sie auch gerne nehmen, sind Knastis. Also die gehen auch in Knast und sagen, pass auf, ich habe einen Job für dich, du ziehst jetzt in die Wohnung dort und dort, gegenüber von deinem Block, da wohnt einer, der wird beobachtet von uns. Wir möchten, dass du dorthin ziehst und das und das und das tust in Zukunft. Und dann zieht er plötzlich dorthin und du siehst dann plötzlich als Zielperson, dass ständig in deinem Umfeld Wohnungen neu bezogen werden. Und da die Leute ein- und ausgehen und plötzlich in einem Jahr ganz andere Leute drin wohnen wie vorher. Und in einer Wohnung, wo ich mal war, in der Nähe von Schaffhausen, hat ein Arzt neben mir gewohnt und plötzlich kam ein Italiener, der da alleine in einer 4,5-Zimmer-Wohnung gewohnt hat und der kam plötzlich in die Wohnung rein und dann haben plötzlich komische Dinge angefangen in meiner Wohnung, die ich dann im Buch 1 beschrieben habe. Mhm. Sie setzen gerne Junkies neben dich, die dich vollkiffen, damit du keine Luft mehr bekommst, dass du dauernd vollgequalmt wirst. In dem Block gegenüber setzen sie dann bessere Agenten ein, die dich mit Wärmebildkameras beobachten, deine Computer stören. Sie setzen dann ehemalige Stadtbeamte und Stadtangestellte ein, die in Rente sind, ehemalige Polizeibeamte, die in Rente sind, die sich einen Nebenerwerb so holen. Die kriegen eine Ortung aufs Handy, denen wird auch groß nicht gesagt, was sie tun sollen. Die sagen nur, die den Verdacht auf Terrorismus haben und Staatsfeinde. Ihr müsst nur eins tun, wenn ihr den Punkt auf dem Handy kriegt, dorthin fahren und den blöd angucken und weiterfahren. Nichts tun, nicht reagieren, nichts sagen. Mhm. Für die Person, die verfolgt wird, ergibt sich dann natürlich ein anderes Bild, weil er bekommt dann das Bild, dass egal wo er ist, egal wo, dass immer jemand kommt und ihn stalkt, ihn bedrängt, ihm den Raum nimmt. Ob das morgens um 8 im tiefsten, hintersten Wald ist oder nachts um 10 im Park oder mittags im Einkaufscenter, sie geben sich immer zu erkennen. Wenn man im Einkaufscenter an der Kasse steht, plötzlich kommt einer ganz schnell daher, kauft eine Packung Kaugummi, legt sie hinter dir aufs Band und wenn du dich dann umdrehst, dann lacht er dich auf einmal so auffällig an. Total auffällig, damit du es auch wirklich merkst. Und da macht es die Häufung, macht es dann, weil solche Dinge passieren ja jedem irgendwann und irgendwo, aber die Häufung macht es. Also wenn das immer wieder passiert und wenn es auch anderen passiert, dann ist keine Einbildung, keine Schizophrenie, keine Paranoia, sondern es ist Fakt. Und diese Systeme existieren. Es geht darum, aber das vielleicht, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass diese Menschen oft auch erpresst werden und dass man denen sagt, pass auf, du musst das und das machen. Wir erlassen dir ein Jahr Haftstrafe,
Du bekommst deine Hartz-IV-Bezüge doppelt oder du musst nie mehr aufs Arbeitsamt und solche Dinge. Dann machen die Leute das gerne und fragen auch nicht nach, warum. Und dann droht man denen, wenn ihr einmal das Maul aufmacht, dann kommt ihr auch in das Programm. Oder wir streichen euch Hartz IV oder die Sozialhilfe. Oder. Oder du kommst in den Knast. Oder. Und so funktioniert das System, dass alle mitmachen. Die meisten machen gerne mit. Und Indigos könnten sie nicht nehmen für das System, weil ein Indigo ist unbestechlich. Ein Indigo würde sagen, nee, so einen Scheißdreck mache ich nicht. Ihr könnt mich mal, wenn er mich einsperrt, dann ist mir so egal, ich mache sowas nicht. Und die wissen ganz genau, wen sie dafür nehmen können. Die haben ihre spezielle Techniken, wie sie herausfinden können, mit wem sie es zu tun haben, seelisch gesehen. Und solche Leute nehmen die nur und suchen solche Leute aus. Im Prinzip ist das ein aufgebautes System, das weltweit funktioniert. Und man wird weitergereicht von einem Land zum anderen, von einer Region zum anderen, von einem Kontinent zum anderen. Die haben Jahre, hunderte Zeit gehabt, das aufzubauen. Und die sind überall vernetzt. Und du kannst in einem Ort rausfahren und dann gehst 10 Kilometer weiter. Und dann kommt am nächsten Ort wieder eine Art geheime Bürgerwehr entgegengefahren, die mehr oder weniger so eine Art Abfangjäger, nenne ich sie immer. Und das ist wahnsinnig aufgebaut und ist auf der einen Seite auch faszinierend, wenn ich mir vorstelle, dass die Menschheit und deren Führer das alles im Positiven machen würden. Also nicht fürs Negative verwenden würden, sondern fürs Positive. Was für eine Welt wir hätten. Das wäre unglaublich. Also einander, die Verfolger im Einzelnen, du hast die Freimaurerlogen angesprochen. Sind es auch ganz gewöhnliche Menschen, die du zu den Verfolgern zählst? Und wer sucht die aus? Nach welchen Kriterien? Ja, so wie ich gerade sagte, das sind ganz gewöhnliche Menschen. Oft für die niederen Arbeiten nehmen sie gerne Junkies. Gerade in meinem Fall nehmen sie gerne Hundehalter, weil sie suchen ja immer nach Angriffspunkten, wo sie jemandem ein Ei legen können, so einer Zielperson. Weil der Sinn der Sache ist ja, diese Zielperson zu zerstören und zu vernichten. Das ist das Ziel. Aber es muss natürlich auf subtile Art und Weise geschehen und nicht so, dass es für die Außenstehenden aussieht wie ein Anschlag. Weil dann würde man mir ja recht geben. Es läuft auf ganz subtile Art und Weise. Also sie setzen plötzlich lauter Hundestalker um dich herum. Ich kann das immer toll beobachten, wenn ich irgendwo in einen neuen Wald gehe, so die ersten 2-3 Tage bin ich alleine. Plötzlich kommen morgens 3-4 verschiedene Hundehalter. Irgendwann 5 verschiedene Hundehalter, dann muss ich wieder gehen. Dann gehe ich in den neuen Wald, ist das Gleiche. Die ersten 2-3 Tage habe ich meine Ruhe und. So, das System ist so aufgebaut, wenn ich länger an einem Ort bin, kommen die Geheimdienste und suchen sich vor Ort die Kriminellsten aus, die manipulierbar sind, die gierig sind, die, ja, meistens suchen sie eben Leute, die viel Neid, Hass und Missgunst in sich haben und bauen dann ein Feindbild auf mich und sagen, guck mal den an, der Geistheiler da, der hat dicke Autos, der ist ein Protzer, der betrügt die Menschen, das ist ein Dummschwätzer, das ist ein Verschwörungstheoretiker, du musst dem Staat helfen und, ja, und so wird dann ein Bild aufgebaut. Den müssen wir dort wegkriegen. Der gefährdet unsere Gegend. Den müssen wir vertreiben. Und dann werden Leute gesucht im Umfeld und dann passieren komische Dinge. Dass zum Beispiel jemand mit einem Rottweiler läuft und dem fällt plötzlich die Leine aus der Hand. So urplötzlich und dann fällt der Rottweiler auf dich her. Und das passiert dann 3-mal oder 4-mal sogar. Und dann macht man Anzeigen bei der Stadt und die hat leider wegen Corona zu viel zu tun, kann sich leider gerade im Moment nicht kümmern um den Fall. Und ja, das war sicher keine Absicht von der Person. Und dann kaufen sich die angefallenen Regenschirme, um sich zukünftig zu schützen vor solchen Vorfällen. Und um sich abzusichern, verbünden sich dann die Opfer und laufen dann nicht mehr alleine, sondern zu dritt, zu viert, zu fünft, um sich eben in der Gruppe abzusichern gegen derartige Angriffe. Dann kommt der Nächste und sagt,
guck mal, da ist ein Geistheiler, der hat ein Gefolge und der führt sich ja wahnsinnig auf. Der hat Verfolgungswahn und jetzt hat er eine ganze Gruppe. Und dann werden anonyme Briefe geschrieben an 10 Zeitungen. Da gibt es einen Geistheiler, der läuft immer in der Gruppe mit Regenschirmen. Und wenn ich den sehe, dann habe ich ein ganz mulmiges Gefühl. Und ich weiß nicht, was da mit dem nicht stimmt, aber ich fühle mich sehr bedroht. Dann geht die Zeitung hin, ungeprüft, aufgrund eines anonymen Schreibens, und schreibt dann in der Zeitung, Geistheiler versetzt Dorf in Angst und Schrecken. Mit Regenschirmen bewaffnet, lauft er mit seinem Gefolge, mit seinen Hunden. Die Bewohner und Anwohner fühlen sich bedroht und haben mulmige Gefühle bei diesem Geistheiler. Und dann kommt der nächste Artikel, Geistheiler terrorisiert ganzes Dorf. Geistheiler verursacht Angst und Schrecken. Er fordert in seinem privaten Blog zur Gewalt auf. Ich habe in meinem privaten Blog mal geschrieben, ich rufe die Armee Gottes zur Unterstützung. Und die Armee Gottes sind Engel, Erzengel und hohe Lichtwesen und hohe inkarnierte Indigos. Also das ist jetzt schon Gewalt, wenn ich die Armee Gottes rufe. Dann müsste jeder Pfarrer verhaftet werden, wenn er Gott um Hilfe bittet. Ja, also so wird dann ein Bild aufgebaut und dann wirst du als Zielperson über die freimaurerischen Lügenpressen durch den Dreck gezogen. Im Internet tauchen dann Schlagzeilen auf und wenn dann die Leute genauer nachforschen, stellen sie fest, ja, um was geht's da eigentlich? Was hat der eigentlich getan so genau? Hä? Mhm. Er hat den Regenschirm gehabt und ist mit dem Hund gelaufen und andere haben deswegen Angst und Schrecken und mulmige Gefühle. Also das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Und dann wird ein Bild aufgebaut, dass es Sicherheitsbedenken gibt und dann kommt plötzlich noch ein Bürgermeister mit ins Spiel, der vermitteln will und Friedensgespräche vermitteln will. Und ich frage mich dann, ja, wegen was eigentlich? Also wegen mir war noch nie die Polizei da. Niemand hat mit mir jeweils ein Problem gehabt. Ich habe mit anderen nie ein Problem gehabt. Ich bin dort an diesem Ort nur in dieses Haus und habe mich verkrochen in dem Haus, weil ich meine Ruhe wollte und bin nur raus, wenn der Hund raus musste. Und dann haben sie eben da angesetzt, ja, da können wir was tun. Und so haben sie dann eine Story aufgebaut, wo keine ist. Was bleibt, ist dann die negative Internet-Einträge über einen Geistheiler. Und die Menschen, die von nichts eine Ahnung haben, die sollen somit abgeschreckt werden. Ich soll dadurch unglaubwürdig gemacht werden, unseriös. Mein Name soll bedreckt werden und zerstört werden. Und das nennt man dann auch eine Vertreibung. Und dann wurde mein Hund vergiftet. Ich weiß natürlich nicht, wer das war, aber da, wo ich immer laufe, dort an dem Haus, wo ich meine Ferien verbracht habe, dort wurde eine Spur gelegt von Gift, da konnte man nachgehen durch den Wald und die führte direkt vor mein Haus, sogar in den Garten rein. Und mein Hund hatte dann Durchfall und Erbrechen. Er hat zum Glück überlebt, weil er hatte ja ein gutes Herrchen mit guten Heilkräften. Aber niemand schreibt in der Zeitung über meinen Hund, über den Giftanschlag. Niemand schreibt in diesen Freimaurer-Lügenpressen über das, was ich zu sagen habe. Also sie schreiben über anonyme Hinweisgeber, derart vernichtende Dinge, dass ein normaler Mensch sich vielleicht umbringen würde, wenn er das über sich lesen würde. Jetzt bin ich natürlich hartgesotten und viel gewohnt und ich weiß ja, was dahinter steckt. Mich erwischen sie dadurch nicht. Was sie erreicht haben, dass ich dort nicht mehr hin will, das haben sie erreicht. Weil da macht es mir jetzt wirklich keinen Spaß mehr und es wurde halt das Ziel wieder mal erreicht, dass ich vertrieben wurde, so wie meine Frau bei ihrem letzten Haus vertrieben wurde und so wie wir eigentlich immer vertrieben werden, weil dieses Programm ist so ein Verfolgungsprogramm und ein Vertreibungsprogramm. Das heißt, man hetzt mich und
meine Frau und meine Tochter von einem Ort zum anderen. Die Freimaurer jagen ja gerne und sie essen ja auch gerne Kinderfleisch und trinken gern Kinderblut. Und der Schwarzwald ist ja auch berühmt. Da gehört viele Wälder gehören dem Rothschild und seinen Verwandten. Und es ist ja auch bekannt, dass im Schwarzwald schon Schniedeljagden stattfanden. Und das kann man auch nachforschen. Nur redet keiner drüber, weil die Leute Angst haben. Und ich habe da jetzt keine Angst. Ich werde die Wahrheit sagen, solange ich lebe. Und wenn die Herrschaften da, die jetzt zuhören, irgendwas gegen mich vorliegen haben, dann sollen sie doch bitte vorlegen. Mhm. Weil es liegt nichts gegen mich vor. 0,0. Es geht nur um die Vernichtung des Rufs und die Verhöhnung. Dann kommen die ganzen Verhöhnprogramme im Internet dazu, wo die ganzen Trolle dann auf diese Artikel springen und dann irgendwas daherlügen, um das Ganze zu bekräftigen. Und dann schreibt der Redakteur der Lügenpresse, ja, wir haben wieder 5 negative Leserbriefe bekommen, wie die Negativmeinung über diesen Geistheiler ist. Aber die 100 Leserbriefe von meinen Klienten, die genau das Gegenteil sagen, die werden nicht veröffentlicht. Bei diesen ganzen Internetsachen werden immer nur die negativen Sachen veröffentlicht, die gestellt sind und gefaked sind, um ein negatives Bild aufzubauen, speziell über mich, weil ich einer der erfolgreichsten Heiler der Welt bin. Und man will mich quasi kaputt machen, damit ich die Menschen nicht mehr heilen kann. Okay. Ja, Sananda, du schreibst in deinen Büchern viel über astrale Verfolgungen durch Wesenheiten wie Reptiloide, graue Archonten, Dämonen, Schwarzmagier und andere Wesenheiten. Sananda, welche Rolle spielen diese Wesenheiten bei den Verfolgungen? Ja, ich bin ja hellsichtig, was mir meine Feinde natürlich aberkennen wollen, weil sie wissen ja, dass ich sie erkenne. Ich erkenne sie, wenn sie vor mir stehen. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß auch, wen ich aus früheren Leben kenne und warum ich mit dem jetzt wieder Kontakt habe. Ich habe viele Mörder kennengelernt die letzten Jahre, die mich in früheren Leben getötet haben. Die haben alle eine Chance gekriegt zur Wiedergutmachung und haben es vermasselt. Sie werden nach dem Ableben hier, wenn sie ihr Leben beendet haben, werden sie dann ihr Erwachen haben. Und das wird dann aber kein schönes Erwachen sein. Das haben dann andere Mächte in der Hand. Und diese Wesenheiten kann ich sehen. Ich kann sie sehen im Raum und ich kann sie an den Menschen sehen und in den Menschen sehen. Und es gibt auch inkarnierte Wesenheiten, die an Menschenkörpern herumlaufen, die in Wirklichkeit keine Menschen sind. Die erkenne ich auch. Deswegen bin ich sehr gefährlich für die Freimaurer und ich bin sehr gefährlich für alle, die was zu verbergen haben, weil sie spüren intuitiv, wenn ich sie anschaue, kriegen sie ein mulmiges Gefühl, weil sie spüren, dass ich sie durchschaue. Und dann kriegen sie Angst. Und sie haben Angst vor meinen Fähigkeiten, sie haben Angst vor meiner Wahrheit und deswegen bekämpfen sie mich. Und diese astralen Wesenheiten, die werden schon seit Jahrtausenden angebetet. Ich denke nur an Moloch, der dem Opfer gebracht wurde. Das ist ein Jahrtausende alter Opferkult. Das heißt, die Menschheit, die weiß ganz genau, dass es Negativgötter gibt, die sie mit Opfern beruhigen wollen. Und es gibt gewisse Geheimgesellschaften, die über spezielle Blutrituale, auch viele in Kirchen, unterhalb von Kirchen finden viele statt. Man denke nur an die vielen Meldungen von Kinderleichen, die man unter Klostern gefunden hat, unter Kirchen gefunden hat und immer noch findet. Achtet mal drauf im Internet, wie viele solche Fälle bekannt werden. Da hunderte und tausende Kinderleichen gefunden wurden, speziell beziehungsweise deren Knochen unter Klostern. Erst neulich war in Kanada wieder so ein Fall, dass tausende Kinderknochen gefunden wurden unter einem Kloster. Ja, was denkt ihr, was die mit den Kindern gemacht haben? Dieser Opferkult, der funktioniert oder der besteht noch bis heute. Nur läuft er halt auf geheimer Ebene ab.
Und durch diese Blutrituale ziehen sie diese astralen Mächte an. Das heißt, die Oberreptiloiden und die Dämonenführer, die sich in einer anderen Dimension befinden, können durch Blutopfer für kurze Zeit in diese Dimension eintreten. Sie brauchen ja diese Energie. Um sich zu materialisieren, brauchen sie Blutenergie. Blut ist Energie. Und dann können sie kurz in diese Materie eintreten und dann können diese Oberfreimaurer, diese Kindertöter und Kinderfresser und Schniedeljäger, die oft in königlichen Häusern verkehren und in adligen Häusern und in hohen Industriepositionen tätig sind. Aber es können auch ganz normale Hausmeister mit drin sein in diesen Geheimgesellschaften. Da gibt es keine berufliche Einschränkung, sondern die haben hier ihre eigene Hierarchie. Also kann zum Beispiel ein Hausmeister höher sein wie ein Bankdirektor in der Hierarchie der Freimaurer. Das kann also durchaus sein. Und viele normale Menschen sind ja auch schwarzmagisch tätig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oft sind es die ganz normalen Menschen, Straßenarbeiter und dergleichen, die schwarzmagisch tätig sind. Und durch diese Rituale bekommen sie mehr oder weniger 3D-Kontakt mit den Dämonenführern und mit den obersten Reptiloiden. Die Reptiloiden und Grauen, die in der anderen Dimension leben und uns von dieser Dimension aus leiten und beobachten, können sich ja nicht lange in unserer Ebene aufhalten, nur ganz kurz. Und sie brauchen dann spezielle Energie, um sich dort länger aufhalten zu können. Und dann läuft es eben auf dieser Ebene ab, dass Personen wie ich, die auf der obersten Abschussliste stehen, der Reptiloiden, also die Freimaurer und die Reptiloiden tauschen sich dann aus. Das heißt, diese Verfolgungen laufen dann nicht nur auf weltlicher Ebene, sondern auch auf astraler Ebene. Das heißt, ich bekomme dann Besuch von Drakonianern, von Reptiloiden, von Schwarzmagiern, von Grauen, die mich quasi ständig stalken, die mich besuchen und mich ärgern. Ich sehe die dann und das mögen sie nicht. Dann gehen sie meistens wieder und durch meine Ablösungen, durch meine geistigen Fähigkeiten, die ich habe, kann ich die dann verbannen und oder von mir halten. Und mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. So am Anfang, als ich dies erstmal gesehen habe, kann man nachverfolgen bei meinen ersten Interviews und in meinen Büchern. Da habe ich gehadert mit meinem Schicksal und ich wollte eigentlich gar nicht mehr so richtig leben. Ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt und dann kam mein Kämpferherz, weil Indigos sind ja Lichtkrieger, die kriegst du ja nicht kaputt. Dann habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, von euch lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Ich kann mit einem einzigen Gedanken dafür sorgen, dass einer von euch verschwindet. Zack, einfach weg ist. Und ja, so habe ich mich dran gewöhnt. Aber diese Verfolgungen laufen auf mehreren Ebenen. Ich habe viele Zuschriften von Klienten, die mir Dinge berichten, die ähnlich sind wie meine. Also die haben dann in dem Fall auch Paranoia und Schizophrenie. Und offenbar immer die gleiche Form und immer die gleichen Geschehnisse. Daran erkennt man ja, dass es ein System ist und ein Programm ist. Mhm. Wenn Dinge sich immer wieder wiederholen bei verschiedenen Menschen, dann ist es organisiert. Und sie können das auch astral organisieren. Also sie können zum Beispiel einen Unfall, der passiert ja nicht einfach so. Ein Unfall wird ja auch organisiert. Also ich habe schon gesehen, dass vor mir in Konstanz zum Beispiel, wo ich im Auto saß, vor mir ein Fahrradfahrer fuhr mit dem Rucksack auf dem Radweg. Und dann habe ich gesehen, wie von rechts ein schwarzer Schatten gekommen ist, auf den Radfahrer drauf und dann ist der gestürzt und fiel direkt vor das Auto, vor meinem Auto. Der hat eine Vollbremsung gemacht und ich wäre fast auf den drauf. Da ich aber den Schatten schon fliegen gesehen habe auf den Radfahrer, war ich schon vorbereitet und war schon auf der Bremse. Hätte ich jetzt das nicht gesehen, wäre ich nicht hellsichtig gewesen, wäre ich voll auf das Auto draufgefahren und der hätte dann vielleicht, ich hätte den vielleicht dann geschoben auf das Fahrrad vor ihm. Mhm, und so passieren tragische Unfälle, die in Wirklichkeit organisiert sind, weil von selbst passiert kein Unfall. Es gibt keine Unfälle.
Gell? Und wenn man das Ganze mal durchschaut hat, dieses System, dann wird es einem fast übel. Okay, Sananda. Ja, schlimme Geschichte. Du wurdest ja vor rund 8 Jahren wieder aktiviert. Also deine spirituellen Fähigkeiten wurden wieder freigeschaltet von wiederum anderen Wesenheiten, von guten Gott sei Dank in deinem Fall. Du schilderst in deinem ersten Buch ganz ausführlich und sehr glaubhaft, wie das alles zustande kam. Wenn man es genau nimmt, haben die Verfolgungen und Drangsale dir dabei geholfen, aufzuwachen. Warum hören die dann nun nicht auf damit? Du bist ja jetzt erwacht. Oder ist das mehr oder weniger Glück, dass du erwacht bist? Ja. Könnte es sein, dass die Absicht der Verfolgungsprogramme nicht das Erwachen, sondern die Zerstörung war und ist und dein Erwachen mehr oder weniger Zufall war, da ja nicht alle dieser Zielpersonen erwachen? Das wäre interessant. Das ist genau der Punkt. Ich möchte nicht wissen, wie viele von meiner Sorte im Irrenhaus sitzen oder im Friedhof begraben sind, weil sie nicht die Stärke haben von mir, weil ich bin ein besonderes Kaliber. Und ich kann nichts erschüttern, gar nichts. 0,0, nichts. Und ich habe das überwunden, die Angst. Natürlich hatte ich anfangs Angst und ich habe die Angst aber überwunden und dann kam meine innere Stärke zum Vorschein. Das heißt, ich habe diese Prüfung bestanden und ich habe erkannt, warum ich hier bin und ich habe meine Aufgabe wieder erkannt und ich habe erkannt, wer ich bin. Das hätte ich mir früher nie zu träumen gewagt, wer ich bin. Ich wusste ja nicht mal, dass ich irgendjemand bin, dass ich was anderes bin. Die meisten Menschen haben ja keine Ahnung, wer sie sind. Sie denken ja nur, sie sind der Heinz Meier, der Busfahrer ist und einmal lebt und das war's. Und sie gucken dann, dass sie so viel wie möglich vom Kuchen abkriegen, weil sie ja eh nicht mehr lange leben und man lebt ja nur einmal. Dem ist eben nicht so. Wir leben viele Male, viele hundert Male, viele tausend Male. Und das, was wir in diesem Leben tun, das entscheidet dann, wo wir im nächsten Leben landen. Und das sieht für viele schlecht aus. Und ich bin eben stark und diese Energie, die ich habe, diese starke Energie, ist unzerstörbar, unerschütterbar. Ich kann mich zwar mal aufregen, emotional werden, impulsiv werden. Ich kann mal ein bisschen durchdrehen eine Weile, wenn es mir zu viel wird, weil das ist ja auch menschlich. Aber ich fange mich dann relativ schnell wieder und dann kommt wieder der Kämpfergeist, der nicht kaputtbar ist. Keine Chance. Es gibt nichts, das mich kaputt machen kann. Und da ich einen gesunden Menschenverstand habe und eine Intelligenz habe, kann ich das Ganze gut verarbeiten und meine Arbeit tun, indem ich das anderen mitteile. Und meine Aufgabe ist es unter anderem auch, andere zu warnen, aufzuwecken und durch das Wissen, das ich ihnen vermittle, zu schützen. Weil Wissen ist Macht und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich möchte die Menschen, die auch verfolgt werden oder die diskriminiert werden, die verleumdet werden, die benachteiligt werden, die das Aschenputtel-Syndrom haben, die immer die Bösen sind, die immer die Geächteten sind, die möchte ich dazu animieren, zu erforschen, wer sie sind und nachzuschauen, warum es in der Welt so aussieht, wie es jetzt aussieht. Warum ist das so? Warum sind die Menschen so blöd? Warum spuren die denn so? Und warum machen die Politiker so einen Scheißdreck? Warum machen die unsere Wirtschaft kaputt? Warum zerstören die eigentlich alles? Und warum passiert das alles, was momentan passiert? Es hat ja einen Grund. Es geht um die Zerstörung der Menschheit. Es geht um die Zerstörung der Zivilisation und die Erschaffung der neuen Weltordnung. Und je eher einer das erkennt, wer er ist, desto eher wird er daran arbeiten, das Ganze zu überleben. Aber jetzt nicht nur physisch zu überleben, sich zu verstecken und zu verschanzen, sondern seelisch zu überleben, dass er zu seiner Stärke zurückfindet und erkennt, wer er eigentlich ist, dass er ein unzerstörbares Lichtwesen ist, das hier eine Aufgabe hat und sich endlich wieder erkennen soll,
Das ist unter anderem mein Job, das den Leuten zu übermitteln. Deswegen opfere ich mich und auch meine Frau, meine Tochter. Wir opfern uns, indem wir der Welt zeigen, wie wir kaputt gemacht werden, damit die Menschen erkennen und nachforschen, warum werden die kaputt gemacht? Und durch dieses Nachforschen finden sie die Wahrheit. Und durch dieses Finden der Wahrheit erkennen sie irgendwann, wer sie sind. Und dafür bin ich, meine Frau, meine Tochter da und stellen uns quasi zur Verfügung. Wir opfern unseren Leumund, unser Leben. Wir haben ja kein Leben. Wir werden ja gejagt 24 Stunden und verleumdet. Und die Menschen gucken uns blöde an. Das ist doch kein Leben. Und immer nur angegriffen zu werden, ist auch nicht so toll. Und trotzdem mache ich meine Arbeit jeden Tag, weil das meine Berufung ist, weil ich diese beseelten Menschen retten will, in Anführungszeichen retten. Natürlich kann sich nur jeder selber retten, aber ich möchte sie anstacheln, nachzuforschen. Das ist alles, was ich will. Damit hast du eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, warum du eben eine Zielperson sein willst. Vielleicht noch die Sache mit deiner Familie. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht verstanden? Ja, wollen ist so eine Frage. Okay. Ja, offenbar habe ich mir das ausgesucht, bevor ich inkarniert bin. Mein Ego fragt sich manchmal auch, warum will ich das eigentlich? Aber irgendwas in mir drin ist so stark, dass ich nicht anders kann. Ja, okay. Und die Verfolgung beschränkt sich ja nicht nur auf dich, sondern auch auf deine Familie. Wie erlebst du das? Ja, ich erlebe alles dreimal. Also einmal bei mir, dann bei meiner Frau und bei meiner Tochter. Jetzt können viele denken, ja, dreimal geteiltes Leid ist nur ein Drittel Leid, aber das stimmt nicht. Ich habe ein dreifaches Leid. Also ich leide quasi dann nochmal und nochmal. Auf der anderen Seite geben wir uns auch Unterstützung und können uns austauschen, was alleine sicher nicht möglich wäre. Und ich denke, dass viele Menschen froh wären, sie hätten jemanden zum Reden. Und viele Menschen werden sich irgendwann erkennen in mir. Und werden erkennen, dass ihnen Dinge passieren, die ihnen erst nachher bewusst werden. Und irgendwann merken sie dann vielleicht, wenn sie mich mal näher studieren, oh je, ich glaube, bei mir sieht es so ähnlich aus. Oder ich habe ähnliche Dinge. Ich bekomme so viele E-Mails, die so lauten, ich erlebe Ähnliches wie du, nicht so schlimm wie du, aber ähnlich. Und genau für die bin ich da. Deswegen bin ich da, aus keinem anderen Grund. Was sollte ich denn sonst wollen in der Hölle? Was will man denn in dieser Welt, wo lauter Kaputte rumlaufen, lauter Geisteskranke und lauter Räuber und Mörder, die alles kaputt machen? Was soll man denn in so einer Welt eigentlich sonst wollen? Okay. Also Landa, du kannst die Seelenherkünfte aller Menschen und Tiere bestimmen und feststellen. Und das aus der Ferne durch deine spirituellen, ja, man könnte auch sagen, magischen Fähigkeiten. Und du kannst auch feststellen, ob jemand deiner Klienten ein Indigo ist. Kann es dann sein, dass jemand, der ein Indigo ist, auch in so einem Verfolgungsprogramm ist und es noch gar nicht weiß? Ja, das habe ich ja schon angesprochen. Alle Indigos werden verfolgt. Alle. Von Geburt an, wenn sie geborene Indigos sind, oder ab dem Moment, wo sie Indigo werden. Und ich habe viele Klienten, die, als sie zu mir kamen, Plejada oder Santina waren und nach 1, 2, 3 Jahren plötzlich Indigo waren. Und plötzlich schreiben die mir E-Mails, dass sie gewisse Beobachtungen machen in ihrem Umfeld, was ihnen passiert. Das heißt, sie kommen dann in mein Verfolgungsprogramm. Das hört sich jetzt vielleicht schrecklich an und wird manche abschrecken, mir einen Auftrag zu geben. Aber das sind ja auch Prüfungen. Das heißt, wenn du höher schwingst, dann kommst du in diese dämonischen, reptiloiden Verfolgungsprogramme der Geheimdienste, die ja nur einen Zweck haben, nämlich die Verfolgten in der Schwingung runterzusetzen oder sie psychisch so zu bearbeiten,
dass sie sich von mir abwenden oder von Gott wieder abwenden, was eigentlich das Gleiche ist. Und deswegen sind diese ganzen Programme auch Prüfungen, weil Gott will keine Feiglinge bei sich und jemand, der sich dann gleich durch gewisse Umstände wieder vom Glauben abbringen lässt, was will er dann mit dem? Und jeder, der Indigo ist oder wird, wird früher oder später Verfolgungen bemerken. Das wird ja schon in der Bibel geschrieben, die Zeit der Drangsale und die Verfolgung der Heiligen. Es gibt ja auch Teile in der Bibel, die wahr sind, auch wenn vieles verdreht wurde, aber viele Dinge sind auch wahr. Und das ist ja schon vorausgesagt worden, was kommen wird in der Johannes-Offenbarung und die Apokalypse und die Verfolgung der Heiligen und die große Drangsale. Ja, wer wird denn gedrangsalt? Doch nicht die Reptos und die Dämonen. Die werden doch nicht gedrangsalt. Nur die wahren Christen, die wahren beseelten Menschen werden verfolgt werden. Und wer sich da nicht abbringen lässt und nicht einschüchtern lässt, der wird von der geistigen Welt geschützt werden. Und wer wieder abfällt vom Glauben und in die Feigheit und in die Angst geht, der wird den Schutz verlieren und wird dann wieder in das Eigentum vom Satan übergehen. Und dann hat er seine Ruhe. Ihm wird dann nichts mehr geschehen. Er wird ein ruhiges Leben haben, weil Satan muss ihn ja jetzt nicht mehr verfolgen. Er gehört ja jetzt ihm. Okay. Sananda, du bist ja auch ein Gerechtigkeits- und Wahrheitskämpfer, wie Jesus es war. Jesus war auch ein Heiler und sprach offen die Wahrheit aus, ungeschönt. Auch er wurde verfolgt, drangsaliert und verhöhnt, genau wie du heute. Wenn man das nun zusammenfasst, dann stellt sich das so dar, dass Menschen mit besonderen Fähigkeiten und wenn sie dazu noch die Wahrheit verbreiten, von anderen Menschen verfolgt und verleumdet werden. Würde Jesus heute wieder leben, vielleicht als Mensch wieder inkarnieren, dann würde man ihn wohl nicht an seinen langen Haaren und an seinen Jesus-Schlappen erkennen, sondern wohl eher daran, dass er übel verfolgt, bekämpft, verhöhnt und drangsaliert wird, wie kein anderer. Und jetzt, Sananda, glaubst du, dass Jesus in dir in einer Form wieder lebt? Man, das wäre sicher eine Erklärung, warum du mehr als alle anderen Zielpersonen und mehr als alle anderen Indigos bekämpft wirst. Das wäre interessant. Ja, das glaube ich, ja. Das glaube ich, dass es so ist. Bekomme jetzt gerade so komische Gefühle. Mulmige. Lass dir Zeit. Sind keine mulmigen Gefühle. Irgendwas wurde gerade angetriggert in mir. Ja, es ist so, dass die Menschen ja eine falsche Vorstellung haben von Jesus, weil es wurde über ihn ja auch ein falsches Bild aufgebaut durch die katholische Kirche. Er wurde ja als Opfer hingestellt, der blutend am Kreuz hängt und als Sohn Gottes, der einmalig auf die Welt kam. Das ist ja totaler Blödsinn. Jesus war in Wirklichkeit ein Außerirdischer, der inkarniert ist, um die Menschen aufzuwecken. Und das ist ein Lichtwesen, ein göttlicher Avatar, aber ein Lichtwesen, sprich auch ein Geistwesen. Und er war inkarniert in der Person Jesus von Nazareth, der damals als Heiler und Wahrheitsverkünder umhergewandert ist. Alles andere haben ja die Kirchen dann hinzugefügt und dieses Bild aufgebaut. Und wenn Jesus gestorben ist irgendwann, und er ist ja irgendwann dann gestorben, nachdem er noch ein Kind gezeugt hat später und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Er ist ja nicht am Kreuze gestorben, er hat ja überlebt. Aber das wird ja nicht erzählt in der Bibel. Die Bibel hat ja auch den Zweck zu verfälschen und die Leute auf eine andere Spur zu führen. Aber das ist ein anderes Thema.
die Kirche musste es so verkaufen, weil dadurch konnten sie Milliarden Anhänger aufbauen und viel Geld scheffeln. In Wirklichkeit war aber Jesus von Nazareth eine Inkarnation eines Lichtwesens. Und wenn der Jesus von Nazareth, die Person, gestorben ist, dann ist die Person weg. Aber das Lichtwesen ist ja noch da. Und das Lichtwesen ist dann wieder inkarniert. Nur wusste ja dann später keiner mehr, wo, welche Inkarnation er jetzt hat und so weiter. Er ist immer wieder inkarniert. Das Lichtwesen, das in Jesus war, hat viele Inkarnationen hinter sich, ob das Merlin ist oder Jacques de Molay oder zuvor war er Zeus. Also er hat verschiedene Rollen gespielt, um gewisse Aufgaben auf der Erde zu bewerkstelligen. Und er inkarniert deswegen immer wieder in Menschen und in den meisten Fällen in auffallenden Rollen. Aber je älter beziehungsweise je länger die Geschichte voranschreitet, desto unauffälligere Inkarnationen hat er gewählt. Nicht mehr als Herrscher und Adeliger, was er eigentlich wäre, weil eigentlich das Lichtwesen, das wahre Lichtwesen, was in Jesus war, ja das höchste Lichtwesen ist, das wir in unseren Dimensionen kennen, mit den längsten Inkarnationen, die es überhaupt gibt, mit der schon bei der Begründung der Menschheit dabei war. Als die Menschheit begründet wurde auf dieser Ebene, war er schon dabei. Und Jesus ist nur eine einzige Rolle gewesen, die er gehabt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Diese Verherrlichung, die wurde erst später aufgebaut. Dieses Bild, dieses Götzenbild muss, und der, dieses, wenn Menschen dann Jesus Christus channeln, also spirituelle Menschen, das ist totaler Blödsinn, weil er lebt ja nicht mehr. Wie sollten sie denn eine Person channeln? Wie soll das gehen? Der ist ja tot, die Person. Das Lichtwesen existiert ja noch und hat dann mehr oder weniger mehrere Rollen danach gehabt und viele spirituelle Medien channeln verschiedene Inkarnationen von dem Lichtwesen, wo in Jesus drin war und wissen es gar nicht. Mhm. Ich finde das so lustig, weil ich diese Informationen ja habe und mir wurde das auch schon mehrfach bestätigt von anderen Spirituellen, die mediale Fähigkeiten haben und die auch Zugang zur Akasha-Chronik haben, die haben mir das bestätigt, wer ich bin. Und auch sehen sie meine goldene Aura, die ich persönlich leider nicht sehen kann. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, dass ich der bin, der ich bin. Und natürlich werde ich deswegen verhöhnt und ausgelacht. Natürlich, das ist mir klar. Und ich denke sogar, dass ich mehr Klienten verliere durch dieses Outing wie gewinne. Mhm. Aber das war eben damals schon so, dass ich die Wahrheit sagen muss. Und es ist auch heute so. Die Wahrheit steht über allem, auch wenn ich selber dabei verliere. Die Wahrheit ja. ist für mich das Maß aller Dinge. Und die Menschen sollen sich halt mal fragen, warum wird ein gewöhnlicher kleiner Geistheiler denn so fertig gemacht? Warum? Einfach mal dieser Frage nachgehen. Warum machen sich so viele Zeitungen die Mühe wegen mir? Warum ist das Internet voll? Warum gibt es Hater im Internet, die man verfolgen kann, wenn man die Spuren lesen kann, die mir seit Jahren auf den Fersen sind und mich überall schlecht machen? Warum gibt's die denn? Warum kann ich 260.000 Menschen heilen? Warum kann ich das? Warum? Warum gibt es Zehntausende dokumentierte, archivierte Beweise meiner Heilungen? Warum will das niemand wissen? Warum kommt die Presse nicht und will die Wahrheit erforschen? Warum nehmen sie mich nicht mit ins Labor und sagen, wir machen Tests mit ihnen, ob sie mit ihren Gedanken wirklich heilen können? Wir machen jetzt mal Tests und suchen irgendeinen Kranken in Hamburg und setzen sie in Zürich ins Labor und ich gebe ihnen den Namen und das Geburtsdatum von dem Kranken in Hamburg und dann machen sie was mit ihren Gedanken und schauen wir mal, dann schließen wir den an in Hamburg an technische Geräte und dann gucken wir mal, ob da was passiert. Dem Kranken wird nichts gesagt. Und da könnte man feststellen, dass in dem Moment, wo ich seinen Namen und sein Geburtsdatum nenne und an ihn denke, dass sich energetisch bei ihm was verändert, dass die Geräte ausschlagen,
Das könnte man alles feststellen, aber es will keiner wissen, weil ich bin eine Gefahr für die Pharmaindustrie. Ich bin eine Gefahr für die herrschenden Freimaurer. Und deswegen haben sie auch schon mehrfach versucht, mich zu töten. Nur meiner schnellen Reaktionszeit und meiner Geistesgegenwärtigkeit habe ich zu verdanken, ähnlich wie meine Frau und meine Tochter, dass wir noch leben, weil wir ständig auf der Hut sind und alles im Blick haben, wenn wir irgendwo sind, um sofort vorbereitet zu sein. Wir müssen quasi immer auf der Hut sein, weil wenn sie es tun, dann tun sie es natürlich immer so, dass es wie ein Unfall aussieht. Weil einfach erschießen, das wäre ja einfach. Dann würden sie mir ja recht geben. Und das werden sie nicht tun. Also sie werden es immer so machen, dass ich entweder einen Unfall erleide oder dass ich plötzlich schwer krank werde. Leider habe ich den Krebs gekriegt und bin gestorben, gell? Weil ich bearbeitet wurde mit einer speziellen Maschine, mit der sie mich beschießen, um diesen Krebs auszulösen. Die Technik gibt es ja auch. Ich denke nur an Hugo Chavez in Venezuela oder Bolivien, weiß ich nicht mehr genau, wo er war. Der hat ja auch urplötzlich Krebs gekriegt und der hat ja auch gesagt, er fühlt, dass er beschossen wird von irgendeiner Energie. Niemand kümmert sich. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich durch meine geistigen Kräfte meine Aura schützen kann und die meiner Lieben und auch die meiner Klienten. Deswegen leben wir noch. Also wir werden geschützt. Es wird nicht zugelassen, dass wir sterben. Okay. Auseinander. Das Thema hatten wir schon öfters. Hat sich die Menschheit deiner Meinung nach verändert oder ist das immer noch so wie vor 2000 Jahren, dass die Menschen immer noch zum Bösen halten und das Gute bekämpfen? Ja, es ist noch schlimmer geworden. Und die Bösen, also die Seelenlosen, die bösen Menschen, die gibt es leider sehr viele. Guck dir doch die Welt an. Lieber Norbert, guck sie dir doch an, die Welt. Guck doch, wie aufgescheuchte Hühner die Menschen durch die Gegend laufen. Wie leicht sie sich manipulieren lassen. Wie leicht sie sich aufhetzen lassen gegen alles und jeden. Wie leicht sie beeinflussbar sind. Wie sie obrigkeitshörig sind. Das geht alles mit Indigos nicht. Deswegen sind wir denen Menschen ein Dorn im Auge. Und diese Menschen, die bösartigen Menschen, Bruno Gröning hat schon gesagt, er hätte nicht gedacht, dass die Menschen so bösartig sind. Das hätte er nicht gedacht. Und den Spruch habe ich auch schon oft gedacht und gesagt, weil ich erkenne es immer wieder, wenn ich die Menschen sehe, wie feindselig sie sind. Du musst nur aufs Land gehen und als Fremder, und dann guckst du mal die Blicke an von den Menschen, wenn sie vor die Häuser treten. Sie sind fremdenfeindlich. Sie sind nicht gastfreundlich. Das sind ja alles diese Charaktereigenschaften von früher, dieses Misstrauen gegenüber Fremden und so weiter. Im Mittelalter haben sie Fremde manchmal im Dorf einfach auf Verdacht, dass sie Pest haben, einfach umgebracht. Und da hat sich nichts verändert, es ist noch schlimmer geworden, nur durch die Gesetze sind wir besser geschützt. Das heißt, diese bösartigen Menschen, von denen es leider viele gibt, müssen sich an die Gesetze halten. Und deswegen können wir überhaupt leben. Wir werden geschützt durch die Gesetze, also müssen wir der Polizei und den Gesetzen ja auch dankbar sein, weil viele von uns würden sonst gar nicht mehr leben. Wir werden schon längst gelyncht worden von der dunklen Masse. Solanda, du bist ein göttlicher Avatar wie damals Jesus, hast eine goldene Aura, bist demzufolge eigentlich mehr als ein gewöhnlicher Indigo. Viele Hellsichtige und hohe Spirituelle haben das schon mehrfach bestätigt. Deine Heilungen sprechen ebenfalls für sich. Und dass du so brutal verleumdet und diffamiert wirst, so brutal durch den Dreck gezogen und verfolgt wirst, spricht ja Bände. Warum sonst sollte das alles gegen dich organisiert werden? Warum? In Indien vermutlich würden die Menschen dich zu Millionen anbeten und verherrlichen. Und hier bei uns in deiner Heimat wirst du aber von vielen bekämpft und bespuckt. Warum hassen dich manche Menschen so sehr? Ich meine, sicher hast du auch viele glückliche Menschen, die hinter dir stehen, sicher viele tausend.
aber genauso viele lehnen dich auch ab. Warum tun diese Leute das? Und warum erkennen sie dich nicht? Und warum sehen diese hasserfüllten Menschen nicht, was du eigentlich für ein guter Mensch bist, der den Tieren hilft und so vielen Menschen und Tiere heilt? Also was stimmt mit diesen Menschen deiner Meinung nach nicht? Ja. Sananda? Sananda, hörst du mich? Körper und Geist. Und wenn jemand keine Seele hat, dann kann er keinen Zugriff mehr haben auf seinen Geist. Hörst du mich noch? Ja, den Anfang haben wir nicht ganz mitbekommen. Ja, könntest du noch mal vielleicht kurz beginnen? Es kommen gerade Störungen rein ins Internet, merke ich. Ja. Wir wollen das Interview torpedieren. Das schaffen sie aber nicht. Ziehen wir durch. Also nochmals, die Menschen haben keine Seele, die meisten. Sie haben keinen Herzzugang und sie haben demzufolge keine Gefühle. Also sie können keine Gefühle und sprich auch kein Mitgefühl haben. Und sonst würden sie ja nicht 150 Milliarden Tiere pro Jahr schlachten und essen auf der Welt, wenn sie Gefühle hätten. Weil ich könnte kein Tier schlachten und essen. Und warum können es dann die anderen? Weil sie keine Gefühle haben. Für sie sind okay. Tiere Ware, eine Sache, die ihnen dienen zu dienen hat. Also Nutztiere oder Schlachttiere. Und sie können auch eine Kuh 2 Jahre lang streicheln und sie liebkosen und ihren Namen geben und dann knallhart erschießen und ausweiden und fressen. Und was sind das dann für Menschen? Das sind doch Monster. Das sind doch eiskalte Monster. Ein göttliches Wesen mit Herz und Seele könnte sowas nicht tun. Da es auch mehr seelenlose, kaltherzige Wesen auf der Welt gibt, sind die zwangsläufig in der Überzahl. Und die mögen Menschen wie mich nicht, weil sie diese göttliche Liebe spüren. Und das ist für sie die Botschaft, dass sie das nicht können. Und das, was sie selber nicht in der Lage sind, das wollen sie nicht um sich haben. Das heißt, sie bekämpfen das Licht, so wie die Motten die Straßenlaternen bekämpfen. Die Motten fliegen ja ins Licht, nicht weil sie das Licht anbeten, sondern weil sie intuitiv das Licht auslöschen wollen. Das heißt, die Motten fliegen immer wieder gegen die Straßenlaterne, um das Licht auszulöschen und sterben dann dran irgendwann und fallen runter. So ähnlich läuft es auch bei den Menschen. Sie bekämpfen das Licht, weil sie Gott hassen. Sie lehnen Gott ab. Sie beten einen falschen Gott an, den wir Satan nennen. Sie haben sich entschieden, die falschen Götter anzubeten und denen zu gehorchen. Und diejenigen, die von den echten Göttern und vom echten Gott kommen, um hier zu leuchten, um ihresgleichen wieder zurückzuholen, die sind Feinde. Das heißt, ich bin der Feind von diesen Menschen, die keine Seele mehr haben. Die erkennen in mir sofort einen Feind. Das geht blitzschnell. Am Vorbeilaufen sehen die das schon, dass bei mir was anders ist. Und das geht sicher auch einigen Klienten und Zuschauern so, dass sie das schon öfters bemerkt haben, dass ihnen wildfremde Menschen böse Blicke zuwerfen. Die erkennen sofort, dass wir anders sind. Die sehen das sofort. Nur sind die meisten lichtvollen Menschen sehr naiv, leider, weil sie gutgläubig sind und naiv und brauchen oft sehr lange, um aufzuwachen, weil sie das gar nicht glauben können, dass es so ist, wie es ist. Ich habe da auch lange gebraucht und habe auch zu denen gehört, weil Indigos und hohe Lichtwesen sind in der Regel eben gutgläubig und gehen eben immer von sich aus. Und wir haben ja diesen Neid und diese Missgunst nicht in uns. Deswegen dauert es lange, bis wir dann merken, dass die Masse genau andersrum tickt wie wir, dass die Masse eben über den Neid, über die Missgunst, über die Gier und über die Angst gesteuert wird. Und das geht bei uns eben nicht. Und deswegen werden wir vom System bekämpft, um uns in die Spur zu kriegen. Und das System hat Angst, eben die anderen an uns zu verlieren. Und deswegen werden wir bekämpft, die Lichtvollen.
Sananda, du wirst ja auch von Kollegen, von anderen spirituell arbeitenden Menschen verleumdet und auch niedergemacht. Warum tun die, die das eigentlich besser wissen müssten, so etwas? Wenn die doch wirklich spirituell wären, dann müssten die doch erkennen, dass du etwas ganz Besonderes bist und sie dürften dich nicht auch noch schlecht machen. Diese Frage brennt mir. Ja, der Geheimdienst arbeitet ja auf allen Ebenen. Das heißt, die suchen auch spezielle spirituelle Menschen aus, die sie auf mich ansetzen, die dann plötzlich auftauchen aus dem Nichts und dann peu à peu mich schlecht machen und peu à peu mich unglaubwürdig machen, gezielt, um Klienten von mir abzubringen und um mich unglaubwürdig zu machen. Das heißt, der Geheimdienst arbeitet überall, eben auch in der Spiritualität. So manch ein Spiritueller, der plötzlich auftaucht und ähnliche Dinge wie ich sagt, ist in Wirklichkeit ein V-Mann vom Geheimdienst, der nur einen Auftrag hat, mich Stück für Stück unglaubwürdig zu machen, um mich innerhalb von 1, 2, 3, 4 Jahren eben in eine bestimmte unglaubwürdige Ecke zu drängen. Das heißt, die Rufschädigungen und Verleumdungen, die passieren ja nicht nur im normalen Leben, sondern auch eben gerade eben auch in der spirituellen Szene, weil dort ja eben die Menschen sehr empfänglich sind für Informationen, die spirituell vorinformiert sind. Und wenn dann einer kommt und mich in Frage stellt, und dann schadet er mir und versucht gleichzeitig für sich dann Kunden zu gewinnen, um sie von mir wegzunehmen. Und viele arbeiten auch eben mit der Negativindoktrinierung, das heißt, dass sie mich namentlich angreifen. Namentlich, das würde ich ja nie tun. Also ich würde nie im Video sagen, der spirituelle Fritz Meier ist ein Lügner und er redet nur Blödsinn. Würde ich ja nie tun. Also sobald jemand meinen Namen in den Mund nimmt, muss man schon mal vorsichtig sein. Warum nimmt er meinen Namen in den Mund? Da bezweckt er ja irgendwas. Mhm. Weil das macht ja ein aufrichtiger Mensch, macht es ja nicht. Das Zweite ist natürlich auch, dass speziell in spirituellen Kreisen genauso Seelenlose umherwandeln und genauso negativ manipulierbar sind und geleitet und besetzt werden. Und so manches Medium ist in Wirklichkeit ein inkarnierter Repto, durch den dann manchmal bei Channelings ein Repto spricht und so weiter. Ich sehe das ja alles, aber ich kann ja nicht hingehen und sagen, guck mal, die blonde Mediumfrau hier, die ist in Wirklichkeit ein Repto und der spricht durch sie. Dann würde man mir sagen, ich mache alles schlecht, denn warum habe ich das nötig? Und also ich muss mich ja zurückhalten. Und andere tun das eben nicht. Die greifen mich an. Und dann gibt's noch die spirituellen Leute, die mich benutzen als Werbeträger. Das heißt, indem sie mich schlecht machen, ziehen sie mit Magnet Interessenten an, die denn wissen wollen, was redet denn der über den Geister auseinander? Die verwenden dann meinen Namen in ihren Videos als Logtitel und ziehen so Leute an. Und die haben, das ist alles Kalkül. Das heißt, die wollen sich ein spirituelles Geschäft aufbauen. Und dann wissen sie, da ist einer der erfolgreichsten Geistheiler der Welt. Und der hat ja wahnsinnig viele Kunden. Ich habe ja im Monat so 5.000, 6.000 Klienten, Behandelte oder Leute, die ich behandeln muss. Ich mache ja pro Tag circa 200 Behandlungen, Fernbehandlungen pro Tag. Ich arbeite wie ein Tier. Die meisten Tiere arbeiten ja nicht so viel wie ich. Und dann wissen die, da fällt was ab. Wir kennen das ja von den Rhinozerosen. Die sind immer umschwirrt von vielen Vögeln und Kleingetier, weil die wissen, da fällt immer mal was ab. Oder viele Reiche sind umzingelt von schmierigen Leuten, die den hofieren und den Hintern kriechen, weil die denken, wenn einer viel Geld hat, fällt mal irgendwo mal was ab, der verliert mal 1.000er Schwind oder 500er, bildlich gesprochen. Und die sammle ich dann auf. Wir kennen die alle, die Menschen, oder? Ja, natürlich. Und genauso ist es in der spirituellen Szene.
mach einen berühmten, bekannten Geistheiler schlecht und dann kriegst du alle die, die ihn auch nicht so mögen. Ja, ich habe dem auch noch nie so getraut und ja, ich habe dem mal vor 3 Jahren einen Auftrag gegeben und ich war nach 4 Wochen noch nicht geheilt und ist ein Betrüger. Ja, du hast recht. Und dann gehen sie zum Nächsten und schieben dem wieder das Geld in den Arsch. Und bis sie irgendwann merken, dass das nichts war bei dem. Ich hatte schon das Geld verdient. Und so gibt's eben Leute in der Szene, die leben von meinem Abfall. Nenne ich es jetzt mal Abgefallene. Von dem leben die. Also das sind mehrere Faktoren. Es gibt wenige Spirituelle, die mich wirklich mögen und schätzen. Wenige. Weil auch dort der Neid und die Missgunst sehr stark ausgeprägt sind. Und viele Spirituelle haben eine immense Profilneurose. Die müssen Filme über sich machen. Die halten ständig ihren Schädel in die Kamera. In der Woche 3-mal ein Video. Müssen zu allem ihren Senf geben, damit sie immer wieder erscheinen. Ich halte mich ja, so gut es geht, zurück. Ich mache ja nur alle 3 Monate mal ein Video. Also wenn ich jetzt jeden Tag ein Video machen würde, ja, von dem abgesehen habe ich die Zeit gar nicht dazu. Mhm. Aber ich glaube, du hast jetzt verstanden, oder die Zuschauer, ja, was ich davon halte, der Neid und die Missgunst, das ist das Schicksal der Menschheit und das wird die Menschheit, leider wird es auf sie zurückfallen, dass sie eben diese negativen Dämonen immer noch an sich haben und nicht auflösen können. Das heißt, die Menschen können nicht über ihren Schatten springen. Sie können es nicht über die Lippen zu sagen, ja, du bist wirklich gut. Ja, du hast wirklich Heilkräfte. Ja, du hast so viele Menschen geheilt. Du musst was Gutes sein. Nein, das bringen sie nicht über die Lippen. Sie sind so geartet, dass sie dann sagen, das ist alles gefaked. Kleine technische Störung, glaube ich. Sananda, hörst du mich? Sananda? Um mich unglaubwürdig zu machen, suchen sie dann was. Und wenn ich eine... Wir hatten einen kleinen Ausfall vorhin. Ja, ungefähr sie so 30 Sekunden. Ja, sie suchen was. Ich wiederhole mich nochmal. Meine Mitstreiter können eben nicht zugeben, dass ich gut bin und dass ich die Fähigkeiten habe, weil sie dann Angst hätten, selber ihr Licht nach unten zu stellen und Angst haben, unterzugehen. Deswegen greifen sie mich lieber an. Und das ist ja auch in der Natur der meisten niederen Menschen. Wenn sie etwas fürchten, dann greifen sie es an. Wenn Menschen Fähigkeiten haben, die sie nicht haben, greifen sie sie an. Und deswegen wurden ja auch viele umgebracht früher, weil niemand der adligen Herrscher wollte, dass da jemand existiert, der magische Fähigkeiten hat. Der musste abrasiert werden, der musste den Kopf kürzer gemacht werden, weil sie sind ja die Herrscher. Und wenn jetzt ein Hellseher Dinge weiß über ihn, das will er, das kann, mit dem kann er nicht leben. Deswegen hat er die Leute verfolgen lassen. Und das hängt alles mit den Charaktereigenschaften der Masse der Menschen zusammen, dass sie eben immer noch geleitet werden über Neid und Missgunst und Gier. Das sind so die Hauptgründe. Mhm. Und das steckt auch in vielen Spirituellen drin. Mhm. Sananda, hast du Verständnis für die Menschen, die dich nicht erkennen und keinen Draht zu dir finden? Und warum erkennen die dich gar nicht? Ja, ich muss das Verständnis haben und die meisten haben eben diesen Draht nicht, weil sie eben keinen Zugang zu ihrem Herz haben. Die Menschen, die hoch beseelt sind, die Gefühle haben und Mitgefühl haben, die erkennen mich natürlich und das werden immer mehr. Die spüren das ja und die anderen, für die bin ich ein Feind. Für die bin ich nicht der Retter und der Heiler, sondern für die bin ich der Betrüger, der Scharlatan. Und die werde ich auch nie überzeugen können und will ich ja auch nicht. Mhm. Ich bin ja nicht wegen ihnen da. Ich bin ja wegen den Beseelten da, um die Beseelten auf den Weg zu bringen, damit sie hier herausfinden aus dieser Hölle,
Deswegen bin ich da. Die anderen werden in der Hölle bleiben. Okay. Sananda, du betonst immer wieder, dass du nicht jeden heilen kannst. Und das spricht für dich, dass du keine plumpen Versprechungen, Heilversprechungen machst. Hat das damit zu tun, dass diese Menschen, die noch keine Heilung erfahren dürfen, einfach keine energetische Verbindung bislang zu dir aufbauen können? Oder wie können wir das sehen? Ja, ich denke, dass ich sehr viele nicht heilen kann, denke ich. Und weil nur die Richtigen geheilt werden, das entscheide eigentlich nicht ich. Das entscheidet eine höhere Macht, wer geheilt wird. Und zwar sind es die Menschen, die eine Seele haben und durch ihre Seele mit meiner Energie verbunden sind. Die Menschen, die keine Seele haben, die erreiche ich demzufolge nicht. Man kann das vergleichen mit einer Antenne und mit einem Sender und Empfänger. Wenn eine Antenne was aussendet und der Gegenüber hat keinen Empfänger, dann spürt er ja die Antenne nicht, der braucht einen Empfänger. Das heißt, wenn du jetzt Radio hören willst und ich bin jetzt die Radiostation und ich sende jetzt Wellen aus, um dir eine Radiomusik vorzuspielen, du aber gar kein Radio besitzt, dann kannst du mich ja nicht hören, weil du ja kein Radio hast. Und so ähnlich ist es mit den Menschen, die nicht geheilt werden. Die haben keinen Zugang, weil sie keine Seele mehr haben oder weil ihre Seele total blockiert ist, weil sie total besetzt sind und somit keinen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen. Das heißt, die müsste man erstmal befreien von Besetzungen. Aber das kann ich ja auch nur tun, wenn jemand einen Auftrag gibt. Also es ist irgendein Schritt, muss man eben tun. Aber viele werden eben auch nicht geheilt, weil sie erstens noch nicht an der Reihe sind und zweitens, weil sie das Bewusstsein nicht haben. Weil die Heilung geschieht ja im Endeffekt übers Bewusstsein. Das ist ungefähr so, wie das meine Energie reflektiert oder ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein koppelt sich an das Bewusstsein des Menschen an, der geheilt werden will. Das heißt, er bekommt diesen Schub von meinem Bewusstsein und erfährt in dem Moment einen Bewusstseinssprung. Mhm. Dadurch geschehen oft Wunderheilungen, Spontanheilungen, die niemand erklären kann, weil durch den schnellen Bewusstseinsschub steigt er in der Schwingung hoch und Heilung geschieht. Wenn jetzt aber das Gegenüber wenig Bewusstsein hat oder abgeblockt wird, das Bewusstsein durch Besetzungen oder durch negative Energie, sprich negative Gedanken gegen mich. Das heißt, wenn diese Menschen gegen mich denken, sie bekommen jetzt negative Gedanken eingegeben gegen mich, die negativen Gedanken blocken mein Bewusstsein ab. Das heißt, mein Bewusstsein erreicht seines dann nicht und somit kann nichts passieren. Also ich kann mehr oder weniger Menschen heilen, die mich gar nicht kennen und die gar nichts wissen von der Behandlung. Die kann ich heilen. Aber jemand, der jetzt bewusst eine Heilung ablehnt oder mich bewusst negativ sieht, den kann ich ja nicht heilen. Dann würde ich ja gegen seinen Willen arbeiten und das geht nicht. Okay. Ja, wir sind schon fast am Ende des heutigen Interviews. Doch schon. Eine wichtige Frage, auch die mich persönlich interessiert. Also unsere Zuseher, Sananda, möchten wissen, wie es kommen kann, wie das möglich ist, dass du bei all dem, was wir nun gehört haben, noch immer so eine schöne und zuversichtliche Ausstrahlung hast und immer noch so positiv und freundlich bist, trotz allem, was deiner Familie und dir tagtäglich, wie wir jetzt gehört haben, widerfährt. Gib uns einen Input. Vielleicht können wir das auch für unser Leben entsprechend ummünzen und verwenden. Ja gut, wir haben nicht nur heute gehört, was mir und meiner Familie passiert, sondern eigentlich schon jahrelang. Das ist die Energie, die ich bin. Ich bin so. Das heißt, ich kann das
ich kann nur mal maximal 1, 2, 3 Tage schlecht drauf sein, in der Stimmung gedrückt sein. Und dann kommt diese Grundenergie wieder hervor, mhm, die ich anfangs schon sagte, die einfach stärker ist wie alles andere. Das heißt, egal was passiert, es spielt wirklich keine Rolle. Ich stehe immer wieder auf und mein Grundnaturell ist ja die Freundlichkeit. Ich kann gar nicht eklig sein oder gewalttätig oder brutal oder irgendwas in der Art. Ich bin ein freundlicher Mensch, denn der bin ich einfach. Und das war ich schon immer. Nur versucht diese Macht, diese dunkle Macht, eben ein anderes Bild von mir zu zeichnen, was ich aber nicht bin. Deswegen gibt's ja die Verleumdungen, die Provokationen, die Erniedrigungen, die Demütigungen, die Entwürdigungen, um mich zu brechen, damit ich eben zum bösartigen, rachsüchtigen, ekligen Tyrann werde, der ich aber nicht bin und nie sein werde. Weil ich bin der, wo ich bin, und ich kann gar nicht so böse sein und böse werden. Natürlich kann ich mein Leben schützen, wenn es sein muss, oder das von meinem Hund oder von meinen Lieben. Da kann ich dann schon zur Wildsau werden. Das ist aber was anderes. Das ist ja dann Notwehr oder dergleichen. Ja. Aber das wäre schlimm, wenn es anders wäre. Also ich bin ja keine Lusche oder so. Ich habe ja 32 Jahre Kampfsport gemacht und kann mich schon wehren, wenn es sein muss. Und habe es zum Glück noch nie gebraucht bisher. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Und mein Naturell ist einfach die Freundlichkeit. Und ich war immer ein kontaktfreudiger Mensch. Ich bin immer auf die Menschen zugegangen. Und ich bin auch nicht rachsüchtig. Das ist ein Problem bei mir. Weil ich kann nicht böse sein auf die Menschen. Ich kann es noch so schimpfen und machen und tun. Und habe immer dann trotzdem immer wieder doch wieder Mitgefühl. Und habe keine Rachegefühle. Ich hatte schon früher, wo ich jünger war, Vorkommnisse mit Leuten, die mich geärgert haben, die wirklich böse zu mir waren, und habe die dann Jahre später wieder getroffen und war ganz freundlich zu denen. Und dann haben die gesagt, ja, du weißt schon, dass wir miteinander verkracht sind und was damals war. Und dann fällt mir das wieder ein, so, ja, du hast recht, stimmt eigentlich. Eigentlich müsste ich ja böse auf dich sein, habe ich ganz vergessen. Ja, das heißt, das ist mein Naturell. Ich kann nicht, ich bin nicht neidisch, war ich noch nie. Ich gönne jedem einen Ferrari, ich gönne jedem eine Villa, ich gönne jedem alles und ich freue mich für ihn. Ich war noch nie missgünstig. Wenn ich jemanden gesehen habe, der viel hatte, dann habe ich nicht gedacht, was ist denn das ein A-Punkt, sondern ich habe gesagt, das finde ich super, dass er das geschafft hat. Mhm. Ich muss jetzt mal gucken, wie man sowas erreichen könnte. Das würde mich auch interessieren. Aber da war nicht dieser Neidfaktor oder dieser Missgunstfaktor, den kenne ich nicht. Mhm. Also ich bin frei von Neid, Missgunst und Rachsucht und Gier. Bin ich weit davon entfernt. Ich war nie rachsüchtig. Ich kann niemandem böse sein. Ich versuche mich dann immer in die Situation zu versetzen von demjenigen und denke, ja, okay, er verteidigt eben sein Revier. Er verteidigt seine Einnahmen. Er hat Angst, dass ich ihm was wegnehme. Es ist eben dieses niedere Bewusstsein, das diese Person hat. Und deswegen reagiert diese Person so. Und letztendlich ist es ja nur Angst. Also, wenn Menschen andere Menschen angreifen, haben sie in Wirklichkeit Angst. Und ich habe dann versucht, ein Verständnis zu bekommen, warum hat dieser Mensch Angst oder warum reagiert er so, das, was wir als böse bezeichnen. Ich versuche immer zu ergründen, warum jemand so reagiert, und habe nie Gedanken, oh, dem zeige ich es aber, boah, den mache ich fertig und was glaubt denn der, wer der ist. Diese Gedanken kenne ich nicht. Natürlich versuche ich mich auch zu verteidigen oder ich bin mal ärgerlich, weil ich bin ein impulsiver Mensch. Das ist eben diese physische Sache. Ich habe ja diesen Körper ausgesucht, den ich jetzt habe, und auch die energetische Ummantelung, die ich habe, sprich mein Charakter, meine Persönlichkeit. Das ist ja die Persönlichkeit von meinem Menschen, den ich gerade benutze. Das ist ja nicht mein wahres Wesen. Mein wahres Wesen ist nur reine Liebe, nichts anderes. Und ich habe mir eben diesen menschlichen Avatar-Körper ausgesucht
um meine Aufgabe zu erfüllen in dieser Inkarnation, um die Menschen zu erreichen. Ja. Deswegen habe ich diesen Körper ausgesucht und diese Persönlichkeit. Und hätte ich jetzt nicht diese Persönlichkeit, würde mich keiner kennen. Mhm. Wenn ich mich jetzt verstecken würde im Himalaya, einer Höhle, in einer Höhle im Himalaya, ja, und dort rumschweben würde, dann könnte ich ja niemandem helfen. Ja. Also brauche ich die Persönlichkeiten, die ich habe, um die Menschen zu erreichen, um sie zu schütteln und sagen, wach endlich auf, guck mal, wo du bist. Und meine Natürlichkeit habe ich mir behalten. Und ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Und doch, das ist auch kein künstlicher Humor, sondern aufgesetzter, sondern ich bin das. Und durch diese Art kann ich das alles überstehen. Und anderen, die vielleicht nicht diese Kraft und Stärke haben, Hilfe geben und sie unterstützen und sie durch diese Zeit führen. Schön gesagt. Zum Schluss, Sananda. Ja, ich danke dir im Namen auch der Zuseher natürlich für deine wirklich offenen Antworten. Und ja, am Ende sind wir jetzt angelangt, aber wir haben viel erfahren. Die Zeit vergeht mit dir wie immer im Flug. Aber wir hoffen natürlich auf ein baldiges nächstes Interview und auf ein Wiedersehen mit dir. Ihnen, liebe Zuseher, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse, auch im Namen von Sananda. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und viel Glück und Kraft für die kommenden Zeiten. Und recherchieren Sie genau, wenn Ihnen irgendwer etwas Schlechtes über Sananda sagt. Recherchieren Sie präzise, wer das ist, der Ihnen das sagt, und versuchen Sie, das Ganze zu verifizieren. Wenn jemand viel Schlechtes über einen anderen sagt, dann sagt das auch sehr viel über diese Person selbst aus, die dies alles verbreitet. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf und alles Gute für Sie. Und dir, lieber Sananda, wünsche ich dasselbe. Alles Gute und Liebe für dich und deine Familie. Es war immer schön, mit dir zu plaudern, und wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen mit dir. Mach's gut, Sananda, alles Liebe und pass auf dich auf. Bis bald. Dankeschön, danke für alles, und wir werden in Zukunft sicher öfters Videos machen, weil die Zeiten werden ganz übel werden und ich muss die Leute unterstützen. Das heißt, ich werde die Schlagzahl ein bisschen erhöhen in Zukunft, was die Interviews betrifft. Das ist schön zu hören. Danke an alle, die mich kennen und die mich unterstützen. Ich danke euch und ich liebe euch. Tschüss. Ciao, Sananda.